Heute brisantes Thema Zinsen. Ich werde dir jetzt einfach mal so ein paar Fragen schießen. Wird der Preiswachstum von Immobilien so weitergehen wie in den letzten Jahren? Im Verhältnis zu den Zinsen, was meinst du, wie sich das verhalten wird? Ja, schau, also gehen wir jetzt mal wieder auf die Maklerebene. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von unserem Podcast Immolution. Heute brisantes Thema. Wir haben schon mal kurz darüber gesprochen. Wir wollen aber heute ein bisschen tiefer in die Materie reingehen, was das Thema angeht. Wie immer du am Start. Und zwar das Thema Zinsen. Und ich werde dir jetzt einfach mal so ein paar Fragen schießen, weil es mich erstens selber interessiert und zweitens, weil natürlich diese Themen immer wieder aufkommen. Und zwar, wenn du jetzt Makler wärst, vor der Situation, wo dir Käufer wegbrechen. Was machst du? Die erste Sache ist, dass natürlich erstmal, es gibt scheinbar regionale Unterschiede, das stellen wir gerade auch im Coaching fest. Mhm. Eine Sache ist mal komplett klar. Also wir müssen immer wieder erstmal verstehen. Ne? Also komplett klar ist, es gibt drei Käufergruppen. Ja? Mhm. Also es gibt die einen Käufer, die sind heiß. Das sind einfach Leute, die haben Druck, aus welchen Gründen auch immer. Brauchen wir jetzt gar nicht in der Tiefe zu beschreiben, aber die wollen und müssen kaufen. Ja, also was heißt müssen, aber die haben halt ein hohes Wollen. Ja, die werden natürlich bleiben, diese Leute. Dann hast du die Leute, die eben schon seit Jahren suchen, letztendlich die Nadel im Heuhaufen. Die sind natürlich sehr empfänglich für solche Sachen. Und die Leute, die gerade beginnen, die noch nicht sicher sind. So, das ist mal so die Käufertypen, die wir haben. Und natürlich kommen von außen, kommen ja die Informationen und diese Informationen verwirren natürlich die Leute. Also das allererste, was ganz wichtig ist, ist, dass ich bei jedem Verkaufsobjekt Informationen, also ich muss automatisch auch Leute aufklären. Warum? Wir halten fest, stabiles Datum, wir halten fest, Unsicherheit ist in Abwesenheit von Wissen. Mhm. Also die Leute sind verunsichert. Warum? Weil sie natürlich von außen unheimlich viel auf sie einprallt. Ja. Ja, und vor allen Dingen, ne, sie rechnen die Finanzierung und auf einmal, wo ich vorher 1 Million finanzieren konnte, ne, mit dem Betrag von X, kann ich jetzt vielleicht 800, 850 oder 100.000 weniger finanzieren. So, das macht natürlich die Leute, das catcht die Leute natürlich erstmal, ist ja klar. Mhm. Ja, das catcht die. Also muss ich Informationen liefern den Leuten. Ich muss sie aufklären. Das ist das, was man verstehen muss. Ich muss sie aufklären, schon in dem Exposé, noch einen Schritt vor, schon in meiner Umgebung, in meinem Marketing muss ich die Leute aufklären. Also das heißt, ich muss viel mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Okay, halt, Stopp machen. Du sprichst ja jetzt direkt schon upfront auch das Thema Marketing an, Öffentlichkeitsarbeit, also alles das, was du kommunizierst nach außen. Es passt ja eigentlich perfekt auf das Thema, wo eine Krise oder wo Krisen sind, sind auch Chancen. Ja. Wie genau kann ich das im Marketing kommunizieren, das Thema Zinsen? Genau. Also ich will es heute ein bisschen konkreter machen. Ne? Das ist der Ansatz. Der erste Punkt ist natürlich jetzt mal ganz, ganz salopp. Die Zinsen waren so niedrig. Mhm. Wer bitte geht davon ausgegangen, dass die Zinsen ewig so bleiben. Also tendenziell gesehen muss ja irgendwann mal auch der Zins logisch auch mal wieder steigen. Mhm. Also ist ja die Frage, wie haben sich denn Käufer vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren, als die Zinsen da waren, wo sie jetzt sind, wie haben die sich denn da verhalten? Mhm. Haben die keine Immobilien mehr gekauft? Die keine Häuser mehr gekauft? Mhm. Sind die nicht mehr umgezogen? Haben die keine Investments mehr gemacht? Natürlich. Also fange ich genau doch da an, dass ich mal zum Beispiel historische Zinsen, also einfach auch aufzeige. Ja? Mhm. Also was denn da eigentlich wirklich passiert? Ja, beim Thema Aufklärung. Genau. Also ne, wie war denn die Zinsentwicklung überhaupt? So ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie kann ich denn gegensteuern? Also zum Beispiel, wenn ich, sag mal, 50, 70 Euro mehr im Monat bezahle, aber auf die Tilgung einzahle, also nicht auf Zins und, also ne, auf Zins, sondern auf die Tilgung, echt auf die, und ich spreche das auch mit der Bank an und sage, hey, liebe Bank, rechne mir das Ganze jetzt mal aus, dass ich 70 Euro im Monat mehr bezahle, aber die werden direkt auf die Tilgung einbezahlt
was passiert denn dann mit der Gesamtsumme auf die Laufzeit berechnet? Was passiert dann? Mhm. Oh, da wirst du echte Wunder entdecken, was da passiert. Ja? Dann ein weiteres ganz wichtiges Thema ist die Zinsfestschreibung. Welche Alternativen habe ich? Variabel festzuschreiben, nicht so lange, also vielleicht 10 Jahre, ja. Weil klar, bei günstigen Zinsen versuche ich eher länger festzuschreiben, um sicher mein Darlehen zu haben. Aber eine Sache ist auch hier Fakt, eine Finanzierung in vielen Fällen dauert eben länger bei einem Einfamilienhaus, mhm, ja. Oder auch bei einer Kapitalanlage. Gerade bei einer Kapitalanlage kann es ja schön lange laufen lassen, weil ja in der Regel das Ganze letztendlich durch Miete und so weiter Steuervorteile getragen wird. Mhm. Und im Übrigen ist auch hier ganz interessant, beim Thema Kapitalanlage ist ja der Zins steuerlich relevant. Was ich absetze, ist ja der Zins und nicht die Tilgung. Ja, also auch hier wieder unterschiedliche Modelle. Ich kann also auch hier wieder jeden Makler nur raten, sich mehr mit dem Thema Finanzierung auseinanderzusetzen. Mehr sich vor allem gute Finanzierungsvermittler, sehr gute, exzellente, kompetente Finanzierungsvermittler, wenn man es selber nicht macht, ins Boot zu holen und unterschiedliche Variationen, und also Varianten aufzuzeigen. Mhm. Ja. Und da gehört Eigenkapital dazu, etc. pp. Mhm. Ja? So, also das sind nur mal so ein paar Ansätze jetzt, um die zu zeigen. Ja? Natürlich hat keiner eine Glaskugel, niemand. Ja, auch irgendwelche Zinsexperten, keiner hat eine Glaskugel. Du kannst aber anhand von Daten, von Informationen natürlich schon schauen, in welche Richtung, wie kann und wird das tendenziell abgehen. Ja? Oder, mhm, in welche Richtung wird es gehen. Aber Fakt ist, es konnte nicht so bleiben, dass die Zinsen bei 0, irgendwas 1% dauerhaft auf die nächsten 30 Jahre bleiben. Hm. So, damit ich, und jetzt kommt ja das Thema, ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ja, jetzt bin ich Makler, jetzt sind die Zinsen scheiße, mache ich mal einen Laden zu. Was ist das? Also, du musst ja vorbereitet sein und jetzt eben schauen, so, was muss ich an Beratung tun, was muss ich an Informationen liefern, um Leuten trotzdem den Traum und den Wunsch von der Immobilie zu ermöglichen. Mhm. Und wie wird das gemacht? Also hier wieder wirklich die Aufforderung, sammelt Daten, sammelt Informationen, holt euch die ganze Bandbreite auch an Möglichkeiten und auch Finanzierungsvariationen, um das nach draußen sauber zu kommunizieren. Mhm. Ja? So, und natürlich kann auch eine Folge sein, dass die Preise entsprechend sich ein wenig anpassen. Das kann natürlich sein, ja. Ist möglich. Wir haben teils die Erfahrung, dass natürlich bei Immobilien, die, sagen wir mal so. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Mhm. Also ich frag jetzt einfach mal so generelle Themen, ja. Selbst wenn ich jetzt die Antwort kennen würde bei dem einen oder anderen, spielt jetzt mal keine Rolle für die Allgemeinheit. Was glaubst du, wird der Preiswachstum von Immobilien so weitergehen wie in den letzten Jahren? Als Asset, als Anlagewert Immobilie? Im Verhältnis zu den Zinsen? Was meinst du, wie sich das verhalten wird? Naja, schau, also gehen wir jetzt mal wieder auf die Maklerebene. Was wird passieren? Privatverkäufer, also Kaukäufer, werden natürlich auch Ausschau halten nach Privatverkäufern. Mhm. Warum? Weil sie natürlich denken, okay, Zinsen werden teurer. Privatverkäufer, ich spare mir die Maklerprovision. Dadurch kann ich irgendwo so ein bisschen das Ganze ausgleichen. Ja, so das, also ne, der Punkt ist, der Privatverkäufer wird nicht sofort merken, dass es weniger wird. Ja, so das ist eine Sache. Mhm. Die zweite Sache, die hier ganz wichtig ist, dass die guten Objekte, also wir haben ja auch eine Menge Schrott auf dem Markt, das darf man ja nicht vergessen. Also schwierige Immobilien, ja, renovierungsbedürftige Immobilien, ja, wir haben Lieferzeiten,
Wir haben Teuerungsraten auch, gerade was Zubehör hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ne? So, die Automobilzulieferer haben Riesenprobleme. Aber jetzt versuch mal, keine Ahnung was, ob das Heizkörper sind. Auch da, ne? Also sind ja bestimmte Dinge zu berücksichtigen, was Sanierung, Renovierung, Modernisierung etc. angeht. So, das heißt, Immobilien, die aufwendig sind, ja, wiederherstellen, werden durchaus es ein bisschen schwieriger haben, ja, als Immobilien, die halt fertig sind. Neu sind beispielsweise und so weiter. Ja, es kann eine Korrektur geben. Ich denke, die wird seicht kommen und es ist wieder regional sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben schon gehört, dass in München teilweise gewisse Objekte schwieriger sind oder in Köln auch gewisse Objekte schwieriger sind. So haben wir aber auch genauso andere Standorte wie die Eifel, dass zwar die Nachfrage ein bisschen runtergeht, also das heißt anstatt 100 Anfragen vielleicht nur 30, 40, was meine Aussage natürlich stützt, der sagt, dass Interessenten, die sozusagen nur mal gucken, ja, und noch nicht so sicher sind, dass die erstmal wegfallen. Wegfallen. So, das bestätigt das ganz klar an der Stelle. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Preise ein bisschen unter Druck kommen. Das liegt aber auch daran, jetzt müssen wir wieder genau hinschauen und uns voll alle Informationen reinziehen, ist, dass ja viele Verkäufer, gerade private Verkäufer, Fantasiezahlen im Kopf hatten, die eh unrealistisch waren. Also das heißt, es sind ja jede Menge Immobilien auf dem Markt zu einem Preis, der eh schon komplett unnormal war, also nicht vernünftig war. Ja. So, das heißt, diesen Mehrteil, also das heißt, man weiß ja gar nicht, zu welchen tatsächlichen Preisen, außer man würde jetzt den Gutachterausschuss sich genau anschauen, wie sind tatsächlich die Immobilien verkauft worden am Standort A, B oder C. Aber viele wissen ja gar nicht, wenn jetzt der Privatverkäufer eine Immobilie für 800.000 Euro, die aber eigentlich im Inneren nur 700.000 Euro wert gewesen ist oder wert ist, der trotzdem aber die für 800 in den Markt reingibt. Also von was wird denn jetzt korrigiert? Also ich halte es für nicht real, dass wenn Immobilienmakler, und da sind wir jetzt, Leon, an einem ganz entscheidenden Punkt. Der Makler muss stärker werden, also muss sehr stark werden im Einkauf. Weil da, also im Einkauf, ne, Akquise, Einkauf, Verkauf, Da werden die Fehler gemacht. Ja. Das heißt also, hier muss der Immobilienmakler, und jetzt wird der Verkäufer wach, aber der Verkäufer wird natürlich auch erst in Raten wach. Ja. Das heißt, ich muss sehr anschaulich, sehr professionell, sehr expertenlike erklären, was der tatsächliche Wert der Immobilie ist. Ja. So, und möglicherweise, und jetzt kommt nämlich der Punkt, wo wir Objekte hatten, die wir für eine halbe Million in den Markt gegeben haben, Angebotspreis, und die aufgrund der günstigen Bauzinsen vielleicht auch für 550 oder für 680 verkauft, also 50.000 bis 80.000 über dem eigentlichen Marktwert verkauft wurde, dass das jetzt weniger wird, ja, oder vorbei ist. Dass also tatsächlich der Marktwert auch dann, also plus minus, sage ich jetzt mal, verkauft wird. Ja. Also für 500 war der Wert und für 500 wird es auch verkauft. Ja? Vielleicht auch für 490, für 500, vielleicht 510. Aber die realistischen Werte, die waren ja auch in der Vergangenheit schon realistisch. Aber selbst in der Zwangsversteigerung, Leon, sind ja Objekte nicht zu 7/10, also 7/10, also anstatt für 1 Million für 700, in der vor 10, 15 Jahren verkauft worden oder vielleicht sogar für 5/10. Und die sind aber heute in der Zwangsversteigerung oder jüngeren Vergangenheit eben für 100/100 oder vielleicht sogar für 105 und 110 zum nominellen Wert verkauft worden. Okay. Logisch, ne? Ja, klar. Ja? Wo im Unternehmensprozess als Makler muss ich Veränderungen vornehmen? Oder sollte ich Veränderungen vornehmen, wenn ich möchte, dass meine Ergebnisse keine Einbußen haben? Okay. Also, ne, über den gesamten Unternehmensprozess, angefangen in der Akquise, in der Marketing, Außenkommunikation,
über den Einkauf bis hin zur Vermarktung. Wo müssen vielleicht Prozessschritte auch hinzugefügt werden? Wo müssen vielleicht welche rausgenommen werden? Wo sind die Punkte, wo ich konkret rein muss? Okay, also der wichtigste erste Punkt ist ja zu verstehen, Umsatz. Ja. Ja, das heißt, ich brauche regelmäßig Notartermine, also Verkäufe, damit mein Unternehmen überleben kann. Mhm. Also damit ich mehr Einnahmen als Ausgaben habe. Das ist ja mal die Logik dahinter. Ja, klar. Ne? So, das ist die Ausgangslage. So, das heißt also, ich fange vorne an. Damit ich das sicher schaffe, weil ich eben vielleicht jetzt aktuell nicht genau weiß, wie jede Immobilie im Markt ankommt, weil wir sozusagen, ich nenne sie mal Orientierungsphase, Marktorientierungsphase sind. Mhm. Also muss ich natürlich vorne mehr machen. Ja. Also ich muss mehr Marketing, mehr Werbung, Outflow, ja, also ich muss mehr raushauen und mehr Sichtbarkeit, Gas geben, ja, und zwar mehr, damit ich mehr Objekte habe, um das Risiko, dass ich vielleicht nicht sofort innerhalb von kürzester Zeit, sagen wir mal von 2-3 Wochen, 10 von 10 Objekten verkaufe, sondern eben vielleicht jetzt 3 Monate brauche. 2 Monate oder 3 Monate brauche, ja, um 10 von 10 zu verkaufen, brauche ich aber mehr Objekte, mhm, damit ich auf der Monatsebene das gleiche Ergebnis habe. Und es ist keine Lösung zu sagen, ja, ich habe jetzt das Konto voll, ja, und ist ja egal, und dann warte ich jetzt mal 3 Monate, bis der nächste Umsatz kommt. Das ist natürlich unternehmerisches Vollkamikaze. Das geht natürlich nicht. Ne? Ja. Also ich kann natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, ach ja, es ist ja nicht so schlimm, ich habe ja gut verkauft in der Vergangenheit. Also diese Mentalität, ich bin leer verkauft und so weiter, das geht alles nicht. Das ist alles kompletter Unfug. Ein Unternehmen muss regelmäßig Umsatz machen. Ja. Ein Unternehmen braucht, na, also vorne Outflow, Vollgas, mehr machen, mehr raushauen, also mehr Marketing, mehr Werbung machen, um natürlich auch genügend Objekte zu bekommen. Und vielleicht auch direkt diese Botschaft eben zu nutzen, ne? Zinsen. Ja, klar. Etc. Und was auch noch dazu kommt, das auch nicht vergessen, ist die Tatsache, dass jetzt ja wieder viele im Markt die Schweißperlen auf der Stirn haben und eben nicht wissen, wie sie sich in der Krisensituation zu verhalten haben, ne, sondern eher dann Angst kriegen, Geld beiseite legen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Das wäre aber jetzt Unternehmensüberlebensfähigkeit. Mhm. Ja, natürlich ist das cool, wenn du weißt, dass dein Unternehmen 12 Monate überleben kann, ohne dass du einen Cent Umsatz machen musst. Das ist total smart und total gut. Aber das heißt ja nicht, dass du das machst. Mhm. Also, dass du jetzt wirklich sagst, okay, schläg mich jetzt mal für 12 Monate auf den Rücken. Ja, klar. Und dann kann ich zu runterzählen von 12 auf 11 Monate, auf 10 Monate. Und irgendwann bist du so eingerostet, ja, dass du dann auf einmal den Turnaround nicht schaffst. Das ist ja Unfug. Ne? Mhm. Also Vollgas, Vollpower. Okay, zurück auf die Prozesse. Genau. Akquise, Vollgas. Ja. Und das meint auch Vollgas auf allen Ebenen. Und nicht, ja, das funktioniert und das funktioniert nicht. Du wirst merken, wenn du Vollgas durchtrittst und sehr viel machst in Sachen Sichtbarkeit, kriegst du auf einmal Aufträge aus Ecken, wo du vorher gar nicht drüber nachgedacht hast. Ist auch völlig wurscht. Du wirst sie aber bekommen. Ja. Zweiter Punkt ist Einkauf. Einkauf heißt, hört auf da draußen, und das ist wirklich echt, ich kann nur beten, ja, hört endlich auf da draußen solche Gummiverträge oder Gummi für Dehnung, Immobilien reinzuholen, die einfach, wo die Bedingungen nicht stimmen. Also die Bedingungen heißen... Mach mal ein Beispiel. Ja, also ich nehme mal ein Beispiel. Einfamilienhaus, 85 Quadratmeter, Elektroheizung. Ist einfach ein krasses Beispiel. Ja? So, ich habe... Also Einfamilienhaus... 85 Quadratmeter und Elektroheizung. Okay. Und der Makler wundert sich oder hat sich gewundert, dass er keine Nachfrage bekommt. Ich wiederhole, Einfamilienhaus, freistehend, 85 Quadratmeter und Elektroheizung. Nur so zwei Dinge und noch ein bisschen renovierungsbedürftig und so weiter. Ja. Und jetzt wundert er sich, dass da keine Nachfrage kommt und denkt jetzt, das hat mit den Zinsen zu tun. Verstehst du? So, das heißt also, schau doch bitte mal genau hin. Du musst ja auch als Immobilien-Experte... Ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, ja. Also
Ja, okay, wollen wir jetzt, ich will das jetzt nicht abwerten. Nein, aber ich meine jetzt die Immobilie als solches, ja, die hat Pech oder diese Situation hat ja jetzt nicht jeder Makler, dass wir über Einfamilienhäuser mit 85 Quadratmeter sprechen. Ja, es gibt ja auch andere Beispiele, ja. Ne? Also der Punkt ist, du musst halt auch mal durch die Brille der Kaufinteressenten schauen, was ist denn gesucht, was ist gebraucht und gewünscht, wie sehen denn die Suchaufträge aus? Und ich glaube einfach, dass, nicht glaube, sondern ich weiß, dass Makler eben zu schnell dabei sind, was rein, also einen Auftrag zu kriegen, weil sie ja so wenig Chancen, also Einkaufschancen sich erarbeiten. Mhm. Also bist du natürlich schnell dabei, Wunschvorstellungen des Verkäufers zu akzeptieren, Objekte, die einfach für den Hintern sind oder zu viele Flöhe, zu viele Probleme haben. Du hältst dich einfach nicht mehr an deine eigenen Prozesse, an deine... Naja, geschweige denn, wer hat denn, schau doch mal genau drauf, ja. wer hat denn, wollen wir jetzt auch nicht unfair sein, aber realistisch betrachtet, wer hat denn wirklich sauber strukturierte Prozesse und arbeitet danach? Das sind die wenigsten. Ja, und das auch sind Richtlinien etc. Na klar, das sind ja die wenigsten. Ne? So, also das heißt, du bist sehr schnell dabei, faule Kompromisse zu machen. So, und das liegt, ist auch klar, hast du viele Möglichkeiten, kannst du wählen. Ja. Hast du zu wenig Möglichkeit, kannst du nicht wählen. Ja. That's it. Ja? Okay. Also ich denke, das ist umfangreich besprochen. Hast du noch einen anderen Punkt in dem Prozess, also Vermarktung? Hast du ja eben schon angesprochen, könnte man jetzt nochmal wiederholen, aber ich denke, das ist halt die richtige Art und Weise der Kommunikation, die Leute aufzuklären, sowohl im Einkauf als auch im Verkauf und in der Akquise genauso. Schau, im Verkauf ist es doch jetzt, lassen wir das vielleicht als letztes noch dazu nehmen. Ist doch klar, in so einer Phase, wo Zinsen zum Beispiel steigen, ja, dass Banken wieder auch genauer hinschauen auch, ja, genauer berechnen, kann sich der Käufer die Finanzierung wirklich erlauben und leisten. Heißt aber auch, dass der Blick auf die Objekte auch wieder schärfer, genauer wird. Und ich bin als Makler wieder angehalten, ich muss halt einen Top-Job abliefern. Ich muss einen guten Job abliefern, auch was die Unterlagen angeht. Geschwindigkeit, ja, dass die Finanzierung auch tatsächlich schnell in Tüten kommt. Dass die Kaufinteressenten, also du musst closen, die Speed of Closing ist entscheidend. Ja? Du kannst nicht immer lange Leine lassen. Du musst ein bisschen Gas geben. Ja? Du musst die Unterlagen parat haben. Du musst sie exzellent aufbereitet haben, dass schnelle, zügige Finanzierungsentscheidungen auch getroffen werden können. Ja? Und das Ganze bildet, ist ja ein Rad, was in das, oder ein Zahnrad, was in das andere greift. Mhm. Du musst halt einfach gut cooles Zeug machen, ja, und draußen abliefern. Und das heißt eben, nicht irgendwie amateurhaft da irgendwie, keine Ahnung was, so ein Exposé getackert, aneinander geheftete Seitenmist zu machen. Ja, das geht halt einfach nicht. Genau. Alright. Ja? Ich würde sagen, ich überlasse dir das Outro an der Stelle, Thema Zinsen. Ja, das ist ein Riesenthema. Es ist auch nur ein Thema Krise an der Stelle. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist wieder eine Krise nach Corona, ist vor Corona, könnte man fast sagen. Mhm. Also auch das Thema Zinsen ist in die gleiche Rubrik. Wieder eine Krise, die da auf uns zukommt, die ihr meistern müsst. Das ist nun mal einfach Business. Ja, je mehr Herausforderungen und Barrieren ihr übersteigt, umso freier als Unternehmer werdet ihr ganz einfach. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein fettes Like, auch einen coolen Kommentar hier unter unserer Folge, und abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Und wenn ihr die Tipps gut gefunden habt und mehr davon haben wollt, dann bucht euch eure kostenfreie Coaching-Session bei uns und wir helfen euch, wir schauen uns an, wo steht ihr gerade und wie können wir euch weiterhelfen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und abonniert uns natürlich auch auf den sozialen Medien. In diesem Sinne, macht's gut, viel Erfolg beim Umsetzen und bis dahin. Ich finde es einfach toll, einen so großen Überblick zu bekommen über das ganze Thema Makeln, und ja, ich finde es einfach toll, hier zu sein. Doch, auf alle Fälle. Ein weiteres Seminar würde ich auch mitmachen.